Mittelfreunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Factsheet hier vom LS17 Kuhn DLC. Heute hier zum Sonntag, meine Freunde. Ja, es ist Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein mehr oder weniger entspanntes Wochenende. Das ist ja die Hauptsache. Morgen geht's wieder los. Oder es sind Ferien bei manch anderen. Wir sind ja momentan noch in dieser Phase mit drin. Aber jetzt geht es erstmal hier darum, um QDLC Factsheet Number 7. Und wir haben ja noch bis Mittwoch theoretisch Zeit. Also gehe ich mal stark davon aus, dass eventuell am Montag und am Dienstag auch noch was kommt. Sodass man, oder vielleicht 3 sogar noch, warum auch immer, dass man vielleicht gerade auf 10 kommt. Schauen wir auf jeden Fall mal. Wir schauen uns das Ganze aber hier erstmal an. Und wie ja gestern schon mehr oder weniger etwas gespoilert, beschäftigt sich dieser Factsheet Nummer 7, um die Dünge. Die Düngegeräte, die hier drin sind im Kuhn DLC. Und da haben wir ganz oben den Kuhn Axies oder Axi? Irgendwie sowas? Axies? Das ist ganz komische Bezeichnung. Nennen wir es einfach mal Axis. 40.2M-EMC-W. Sehr tolle Bezeichnung. Das ist ein Düngerstreuer mit einer Arbeitsbreite von 24 Metern. Füllung logischerweise Mineraldünger. Dann 24.000 Euro unter Anschaffung, 70 Euro Unterhalt am Tag. Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 20 Kilometer pro Stunde bzw. 12 Meilen. Und hat eine Tankkapazität von 3.200 Liter. Hier dementsprechend halt Mineraldünger mit angesetzt. Ja, soweit in Ordnung. Sehr komplexe Bezeichnungen, finde ich, aber wird alle seine Gründe haben. 24 Meter ist jetzt auch nichts Besonderes, würde ich schon fast als Standard bezeichnen, oder was sagt ihr? Und 20 km/h, aber gut, 20 km/h Operation Speed, das ist schon mal nicht schlecht, weil ich glaube, die jetzigen, die sind langsamer. Ne, also korrigiert mich gerne. Ich glaube, die jetzigen Düngerstreuer sind etwas langsamer. Die gammeln da so bei 10 km/h rum und das ist schon eine Düngerverschwendung, sondersgleichen. So, weiter unten drunter haben wir den Kuhn Metris 4102. Das ist ein Sprayer. Also auch eine Düngemaschine, aber diesmal halt für Flüssigdünger. Die hat eine Arbeitsbreite von 36 Metern, Inhalt natürlich Dünger, Anschaffungspreis 84.000 Euro, Unterhaltskosten 200 Euro am Tag, das ist ja ziemlich teuer. Operation Speed liegt hier bei, also Arbeitsgeschwindigkeit bei 12 km/h pro Stunde oder 9 Meilen pro Stunde. Die ist wiederum etwas langsamer und hat dafür eine Kapazität von 4.100 Litern. Naja. Soweit in Ordnung. Hier fällt es dann halt wieder schon sehr auf mit 12 km/h, ziemlich langsam, aber gut, ist halt auch eine Spritze und kein Streuer. 4.100 Liter jetzt im Vergleich zum Streuer, auch gerade mal so 900 Liter mehr, aber auf dessen, na gut, aufgrund dessen, dass er langsam ist, kommt vielleicht drauf, bin ich mir unsicher. Theoretisch müsste der Verbrauch weniger sein, wenn es sich ausgleichen tut, aber okay, im Endeffekt, ja, ein Düngerstreuer und eine Düngerspritze ist soweit alles normal. Das sieht man hier oben auch nochmal schön an dem Bild, ne? Da haben wir ja nochmal zwei Traktoren, JCB und ich glaube, das ist ein Case da vorne, zu mehr oder weniger im Einsatz. Ja, okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber immerhin was, würde ich sagen. Und jetzt sind wir mit dem Factsheet auch schon wieder durch. Morgen kommt dann, also wir haben noch irgendwelche Videomaterialien gekriegt, was ich schon gesagt habe, die wir noch ein bisschen zusammen, also die wir zusammenschneiden können. Die muss ich mir aber heute hier am Sonntag noch angucken, gucken, ob ich da für euch irgendwas Interessantes zusammenmodeln kann. Das darf ab morgen, lass mich kurz gucken, das darf dann ab morgen 10 Uhr AM GDM, also General Motor Time, was ja auch wieder eine richtig geile Dings ist, muss ich schon wieder umrechnen, von GTM in CET. Ja, also morgen Mittag irgendwann, sagen wir einfach morgen Mittag irgendwann. Eventuell noch ein kleiner Zusammenschnitt, lasst euch da mal überraschen, denn ich weiß es selber noch nicht so wirklich und dann kommen vielleicht noch ein paar Factsheets. Ich werde es dann mal zusehen am Dienstag. Ich denke mal so am Dienstag, dass ich dann gegebenenfalls das Video über den Preis des DLCs noch hinkriege. So, das sollte es aber gewesen sein, meine Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Habt noch einen ruhigen Sonntag und ja, in dem Sinne, bis dann, haut rein, Metal End Out.